Ja, meine Damen und Herren, ja, wir gehen in den News fort, natürlich, und wir schauen uns das Netz an. Ja, und da muss doch einiges gesagt werden. Es ist doch so, dass viele vielleicht immer in irgendwelche Dinge so hineinschauen. Ja, aber was sehen Sie? Natürlich sind Sie informiert oder auch nicht. Wir helfen ein wenig nach und fürs Nachhelfen da einfach mal Ton ab. Na bitte, also. Ja. Ton ab, ja. So, Sie sind der Meinung, Sie müssen auch für die Menschen, die der Deutschen, ja, unsere Deutschen, ja, die auch etwas Englisch können, ja. Ja, das müssen Sie dann auch mal hier, ja. Ja, yes, I have to do it. Now I'm here on a website. It is an American website. It is named veteranstoday.com. Ja, it is very interesting what they say here. Ha, let's see, what is it? Ha, the headline is Netanyahu calls for war with Iran. Ja, and there is a picture. Peace and security in the Middle East. Now, Bibi wants war with Iran. Now, it is a little bit photoshopped here in some letters, maybe, I don't know. So, here is a star in it. Can be the star, a little star, a Jewish star is a little bit Photoshop. Can be, yes. And let's read it, what they say from Veterans Today. Editor notes. Ja, forgive me for photoshopping the conference backdrop banner to highlight Bibi's trying to hijack the conference theme. I just couldn't pass it up. Prestige News Review is a new format they are teasing, which always requires some quick moves. For example, this show was for a different topic and then was switched a few minutes before show time. That said, for a new show format, it has 15,000 views and over 200 comments, so it must be working. Fortunately, I have been working for several days on a Warschau here, or Warsaw, Warschau, yeah, conference piece for NEO, so I was up to speed on it. The only official event there today was dinner, so the day was spent on media spin. Spin, 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 which was quite a show. Bibi came right out and declared he was there to get a war going with Iran, thinking that would beef up his political standing back home and get the news of his spending indictment, indictment. Ah, my English isn't so very good. He, of course, is looking for Arab Kanonenfutter, ja, Kanonenfutter, natürlich, to fight Iran. My bet, ja, meine Wette, my bet, the only takers will be those putting food in their pockets at the dinner table. Ja, natürlich, ja. Gut, jetzt schließe ich da meine Englisch-Vorleserei. Ja, also die Menschen sind doch ein wenig informiert. Glaube man doch nicht, dass hier nur noch dumme Leute rumlaufen, die das alles immer nicht so wissen, an was für Räder gedreht wird. Es drehen sich immer wieder die gleichen Räder, immer wieder die gleiche Propaganda. Ja, und für solches, da danken wir einmal einen Kommentator, der uns auch dieses einfach in unser Hirn da setzt als solches, dass wir sagen, wir sind nicht ungebildet. Bei hier Mr. Jim V. Dean, a Managing Editor. Ja, a Managing Editor for Veterans Today. Ja, die Leute dort passen auch irgendwie auf sich auf. Sie sind nicht so dumm, wie wir denken. Oder manch einer denken wollte. Ich denke ja das eigentlich auch nicht. Aber ich glaube das eigentlich nicht. Ne? Ja, das ist doch wirklich irgendwo. Ja? Ja, wir haben einen eigenen Kopf. Wir sagen uns, wir glauben so wenig daran als solches, dass das mal alles passieren wird. Natürlich, ja. Wir wissen ja, was da alles so immer so erzählt wird. Natürlich. Und viele andere wissen das auch. Nur machen Sie mal den Mund auf und sagen dann mal was. Ja? Ja, ich bin sauer. Das gefällt mir nicht. Immer diese Lügen und diesen Unsinn. Ich mag das nicht. Ja, es trifft immer die gleichen. Was soll der Unsinn? Ja.
Was soll es, ja, was soll es? Ja, sie regen sich darüber auf, dass das immer so irgendwie so Dinge sind, wo man sagt, ja, na, wie soll das eigentlich funktionieren? So kann das alles nicht funktionieren. Ja, das ist nun mal so. Warum sind Sie da? Warum machen Sie das? Ja, warum mache ich das? Ja, das mache ich deswegen. Sind nicht alle Menschen schlecht, wie wir immer glauben. Na, da haben Sie ja Hoffnung, ne? Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das ist nun mal so bei mir. Na gut, dann haben wir unseren Dialog mal. Ja, ja. Sind wir in Selbstgesprächen unserer Dialoge? Ja, ja, Schauspielerei, Schauspielerei, natürlich. Alles wunderbar. Bleibt alles oben auf. Ja, so ist es nun immer. Ja. Und deshalb gehen wir jetzt hier raus. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es gehört, es gibt Menschen, die schauen ein bisschen in die englische Welt. Natürlich, sie schauen in die englische Welt. Dass da einmal für die gesagt, glaubt man wirklich, wir sind vollkommen dumm hier. Yeah, das geht doch nicht so weiter. Hallo, hallo, Ihr Sprachfunk. Bleiben Sie uns wohl auf Ihre Berliner Ecke. Ihr Sprachfunk, hallo, hallo, Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.